Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute mit der zweiten Folge von drei Dinge, die man tatsächlich im Mein. Jetzt geh doch nicht weg, Mann. Ich wollte die Anmoderation mit dir machen. Spaß beiseite, Freunde. Jedenfalls heute drei Dinge, die man tatsächlich in Minecraft bauen kann. Folge 2, weil die erste Folge so überkrass eskaliert ist, wird das natürlich zu einer regelmäßigen Serie auf meinem Kanal, wo ich euch immer drei coole designtechnische Feinheiten sage, zeige, beziehungsweise vorführe, die ihr in eurer Welt einfügen könnt, um dieser einen gewissen Hauch zu verpassen. Ich glaube mal wieder Scheiße, merke ich. Jedenfalls habe ich heute wieder drei coole Dinge für euch. Und ich glaube, bevor wir wieder zu viel rumquatschen, fangen wir auch einfach mal an. Wie immer, falls euch das Video gefällt, gerne ein Like da lassen. Und schreibt in die Kommentare, was ihr denn so nachbaut. Als erstes habe ich für euch heute ein wirklich cooles und schönes Küchendesign. Also es ist jetzt natürlich keine komplette Küche. Es ist eher so der Abteil von Herd, Backofen, Abzugshaube und sowas halt. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass es mit den Quarzblöcken und auch die Abzugshaube oben wirklich sehr cool aussieht. Auch mit den Öfen ist das relativ cool gemacht, weil man trotzdem noch auf sie zugreifen kann. Und sofern diese aktiv etwas verbrennen, sieht das Ganze schon wirklich sehr cool aus. Auch mit den Eisenfalltüren, muss ich zugeben, sieht das designtechnisch wieder ganz, ganz hoch aus, muss man einfach sagen. Jedenfalls kann man das Ganze natürlich noch erweitern und dekorativ so designen, wie man das halt noch möchte. Aber trotzdem, den Grundschliff, den werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Dafür nehme ich einfach immer, wow, kommt das Schaf auf einmal her. Wir suchen uns erstmal einen freien Platz, bevor wir anfangen. So, wir fliegen einfach mal hier. Dafür benutze ich aber zum Beispiel türkise Keramik. Einfach für die Wand dahinter. Das ist natürlich euch überlassen, welche Blöcke ihr wirklich benutzt. Jedenfalls auch Quarzblock finde ich ultra geil, wie das Ganze aussieht. Öfen natürlich, eine Redstone-Fackel, 2 um genau zu sein. Dann halt die beschwerte Druckplatte und ich sehe gerade, dass wir die Eisentüre vergessen haben. Eiserne Falltür heißt es sogar. Verzeihung. So, als erstes nehmen wir nämlich unsere Öfen. Die platzieren wir einfach mal, also 4 Stück, 1, 2, 3, 4, dahin logischerweise, wo unsere Küche sein soll. Dann nehme ich das direkt mal mit den Quarzblöcken. Fangen wir einfach mal direkt damit an, zack. Und dann auch nochmal hier rüber, wie breit und wie lang das Ganze ist, wie hoch das alles ist. Das ist wirklich eure Sache, Freunde. Da müsst ihr euch jetzt kein Beispiel an mich nehmen. Oder mir nehmen, eher gesagt. Ja, Deutsch muss man natürlich auch noch können. So, dann machen wir das auch nochmal. Hier kommt dann wieder unser Quarzblock. Und das machen wir dann auch mal wieder hier hoch. Und oh, was mache ich denn? Ist ja schon komplett falsch. Ich will ja keine Quarzblockwand haben, sehe ich gerade. So, die Wand soll aus türkise Keramik sein, also bei mir in dem Fall, weil ich finde, das Weiß, das passt echt gut zu diesem Quarzblock. Das Weiß, alles klar. Dieses Türkis passt echt krass gut zu diesem Quarzblock und das sieht irgendwie so total modern aus, muss ich sagen. Jedenfalls kommen wir zu den Eisentüren. Die müssen wir ja an den Öfen platzieren, aber da diese nach unten zeigen, egal wie wir das platzieren, machen wir das ganz einfach. Und zwar bauen wir hier ein kleines Löschlein. Da unten kommen die Redstone-Fackeln hin, darauf unsere Quarzblöcke und dann unsere Falltüren da oben drauf, damit diese nach oben geklappt sind und das Ganze so einen kleinen Ofeneffekt hat. Ich baue das Ganze mal ein bisschen aus, damit es schöner aussieht. So, genau. Machen wir das auch noch hier schnell zu. Ich höre gerade, mein PC ist total laut, weil wir am Aufnehmen sind. Krasser Shit auf jeden Fall. So, zu der Abzugshaube auch ganz einfach. Quarzstufen nehmen, eine hier und das Ganze dann noch mal ein Stückchen weiter. Und schon haben wir unsere Abzugshaube, so rum. Optional kannst du jetzt hier noch deine Kreativität freien Lauf lassen. Was ich immer gerne mache, ich nehme zum Beispiel einen Banner, einen weißen Banner, ist auch völlig egal. Knall den hier hin. Dann sieht das so aus, als wäre es ein hängendes Handtuch. Dann nehme ich noch einen Trichter und einen Stolperdrahthaken. Den Trichter, den knall ich nach hier unten, den Stolperdrahthaken knall ich nach hier, dann sieht es aus wie ein Waschbecken. Hier ist dann direkt ein Handtuch zum Abtrocknen und oh, Freunde, ich habe ja total was vergessen, Moment. Die eisernen, also erstmal die eisernen Druckplatten wollte ich nur sagen, die Druckplatten habe ich total vergessen, die kommen nämlich hier oben drauf. Das sind sozusagen die Herdplatten. Könnt ihr auch mit einer Holzdruckplatte machen, was überhaupt keinen Sinn macht, oder mit einer Steindruckplatte, ist euch überlassen. Ich zeige euch trotzdem nochmal diesen coolen Effekt, der dann entsteht, wenn man dann trotzdem noch was reinwirft. Nehmen wir mal, ja, was nehmen wir denn? Nahrung. Nehmen wir einfach mal rohes Schweinefleisch. Stacken das kurz hier auseinander. So, damit wir hier vorne direkt 2 Stück reinknallen können. So, und dann nochmal hier. Und da sieht man schon, dass das Ganze schon sehr, sehr cool aussieht. Wie gesagt, den Rest könnt ihr designtechnisch so machen, wie ihr wollt. Also man kann auch ganz gerne mal einen Kuchen hier hinknallen, damit man sieht, okay, ist eine Küche, hier wird gebackt oder so. Ein kleines Waschbecken, eine Mikrowelle kann man irgendwie auch noch machen. Aber grob so, wirklich, muss ich zugeben, ein cooles Küchendesign. Als zweites für euch ein ganz kurzes, aber auch sehr, sehr schönes Muster oder Design, muss ich zugeben. Ein Schachtisch mit 2 Stühlen. Das Ganze ist auch wirklich wieder sehr einfach.
Aber wenn man das Ganze richtig macht, dann sieht das ehrlich so aus, als ständen da zwei Stühle, ein kleiner Schachtisch und wo man dann einfach mal Schach oder Dame zocken kann. Wie das Ganze gebaut wird, zeige ich euch jetzt auch sofort. Das Ganze macht man auch wieder mit Rüstungsständern. Deswegen hole ich mal kurz die Eichenholzbretter raus und wo sind die Stufen? Eichenholz sage ich schon. Fichtenholz mache ich das immer ganz gerne, weil es dunkel ist. Den Quarzblock nehmen wir. Dann gehen wir mal rüber zum Rüstungsabteil. Nehmen uns hier einen Kettenhelm und den Rüstungsständer. Dann brauchen wir natürlich noch einen Kolben und einen Redstone-Block oder Redstone-Fackel. Das ist euch überlassen. So, als erstes machen wir ein Loch dahin, wo logischerweise das Schachfeld sein soll. Da rein unter unser Rüstungsständer. Das mache ich immer ganz gerne gerade, wenn es dann auch mal funktioniert. So, jetzt hat es funktioniert. Darauf unser Kettenhelm logischerweise. Hier knallen wir schon mal die zwei Stufen hin, die als Sitz dienen sozusagen. Bauen uns einen kleinen Turm nach oben. Und da oben dann der Kolben dran. So, dann darunter dann unser Block der Wahl. Aber guck mal, wenn wir das jetzt beispielsweise mit Eichen, also mit Fichtenholz machen, so rum, sieht das Ganze, wie ich finde, nicht komplett nach einem Schachtfeld aus, weil da fehlt das Weiß in den Feldern. Deswegen mache ich das ganz gerne mit Quarzblöcken. Ihr jetzt sehen werdet, sieht das Ganze schon viel, viel sauberer und cooler aus. Wenn wir uns das mal anschauen, das sieht, wie ich finde, jetzt wirklich nach einem coolen Schachfeld aus oder Schachbrett aus und finde ich echt, echt cool. Wo ich das gerade hier mache, sehe ich, viele haben mich gefragt, wie man das auf der Konsole macht, dass man so einen Block einfach auswählt, den man dann sofort im Inventar hat, wie zum Beispiel hier jetzt. Das ist ganz, ganz einfach. Wir gehen auf Hilfe und Optionen, Steuerung, gehen runter zu, ja, Block auswählen und dann drücken wir einmal X und legen dann eine Taste fest. Ich mache das immer auf links, also Steuerkreuz links, und sobald ich dann auf einen Block gucke und diese Taste drücke, haben wir diesen auch schon sofort in unserem Inventar. So, das war aber auch schon das zweite Design, ein kleines Schachfeld, kann man da mit seinen Freunden ein bisschen Schach oder Dame spielen, wie gesagt, und wir machen sofort weiter mit dem dritten und heute den letzten Design. Ja, das heutige letzte Design, muss ich sagen, ist mein absoluter Favorit, denn es sieht aus wie ein fucking realistisches Lagerfeuer. Bevor es die Leute in die Kommentare schreiben, ja, ich weiß, es gibt noch eine andere Variante, die eigentlich nur aus Rüstungsständern besteht, also wo wirklich nur die Rüstungsständer brennen. Aber ich muss sagen, dass ich diese Variante hier um einiges bevorzuge, weil ich das ganz geil finde, dass es einfach aussieht, als würde da Kohle auf dem Boden liegen und dann schön in der Mitte das Feuer, also die Kohle umrandet richtig rund und schön das Feuer. Finde ich so um einiges besser als die andere Version. Und deswegen zeige ich euch auch direkt mal, wie man das Ganze baut. Dafür brauchen wir wieder mal einen beliebigen Block, der so oder so wieder abgebaut wird, aber auch unser Boden ist. Also bei mir ist es eigentlich mal, ich denke auch bei den meisten von euch, ist es Gras. Des Weiteren natürlich Netherrack, damit das Ganze auch ewig brennt. Wieder ein paar Schneeschichten, Redstone-Block, Kolben, einige und einige Rüstungsstände und zu guter Letzt natürlich das Feuerzeug, um das Ganze zu entzünden. Bevor wir anfangen allerdings, achtet darauf, dass ihr Feuer breitet sich aus habt, weil sonst habt ihr es ganz schnell, dass eure ganze Welt am Brennen ist. Ihr wisst ja, Netherrack brennt einfach ewig, egal bei was für ein Wetter. Und dann breitet sich ja schon relativ schnell über das Gras hier natürlich aus. Deswegen achtet auf jeden Fall drauf, nur für die Safety eurer Welt auf jeden Fall. So, als erstes suchen wir uns natürlich den Ort, wo das Lagerfeuer hin soll, platzieren da unser Netherrack hin. Also das wird die Mitte unseres Lagerfeuers sozusagen. Und die Umrandung um diesen Netherrack bauen wir einfach mal kurz ab, damit das Ganze so aussieht. Und das Ganze dann halt zwei Blöcke tief insgesamt, damit das genau so aussieht. Und dann nehmen wir unseren Schnee, wieder mal drei Schichten, 1, 2, 3 und das komplett verteilt auf dem ganzen Boden hier um diesen Erde- und Netherrack-Block herum, damit das, Moment, genau so aussehen tut, vor allem wollte ich gerade sagen, ja moin. Jedenfalls, wenn wir das gemacht haben, nehmen wir unseren Block, der Boden ist, platzieren hier einen hin, hier einen hin, hier einen hin und hier einen hin. Von oben sieht das dann aus wie so ein, spring doch mal, flieg doch mal, so sieht das aus wie so ein Kreuz oder ein Plus eher gesagt. Dann gehen wir nämlich hier runter, nehmen unsere Rüstungsständer und die müssen wir schräg hier in diese Lücke platzieren. Wird es gerade fucking dunkel? Moment mal, muss ich mal kurz ändern. So, damit die so diagonal mit den Ecken übereinstimmen, so eine Linie sind sozusagen. Das machen wir auf allen Seiten, das gefällt mir nicht so. Und nochmal, ja, das hätten wir eigentlich lassen können. Das lassen wir einfach mal so, genau. Das können wir auch so lassen. Wow, ganz auf First Try, freut mich auf jeden Fall. Wenn wir das gemacht haben, kommen wir eigentlich zu dem schwersten Schritt dieser, ja, Redstone-Leitung kann man das nicht sagen, aber zu diesem Bau hier. Jedenfalls brauchen wir unseren Kolben und machen an jede Ecke zwei Kolben hin in Richtung Rüstungsstände. Das heißt einmal so, einmal so, einmal dann noch so und zu guter Letzt dann nochmal so. Also von oben quasi sieht das Ganze dann so aus. Jetzt gut zuhören, Freunde, hinter euren Redstone-Block oder eure Redstone-Fackel oder euren Schalter, was auch immer. Aktiviert einen Kolben, zerstört dann erst den Kolben und dann die Redstone-Leitung deaktivieren. Also ganz wichtig, Freunde, zuerst den Kolben zerstören und dann den Redstone-Block oder die Redstone-Fackel, was auch immer, mit was auch immer der das gerade macht. Das machen wir natürlich bei allen. Das, also auch wirklich immer den Kolben dann zerstören.
bevor man den Redstone-Block kaputt macht, weil sonst, ja, fällt das Ganze schon ordentlich, muss man sagen. So, das machen wir dann auch nochmal hier, damit das so aussieht, und dann machen wir das Ganze auch wieder zu. Also jedenfalls die zwei Blöcke, die wir aufgemacht haben für die Kolben, damit das von oben sieht das dann jetzt so aus. Also die Rüstungsstellen sind jetzt um einiges näher an den Netherrack dran. Danach stellen wir uns mal in die Mitte und können die Blöcke hier abbauen, woraus wir eben das Plus gemacht haben. Und da kommen dann auch wieder Rüstungsständer hin. Die sollten aber echt gerade sein, also relativ gerade. Also das ist schon viel zu schief, finde ich. Und da platzieren wir dann auch wieder vier Stück von hin, damit es von oben so... Oh, die Kuh kommt auch gucken. Damit es von oben so aussieht. Das sieht jetzt aus wie eine fucking Dämonenbeschwörung oder so. Wenn wir das jetzt noch anzünden, dann kommt bestimmt Herobrine, Freunde. Ohne Witz. Aber sieht schon echt krass aus. So, zu guter Letzt müssen wir natürlich hier das Ganze noch mit Erde überdecken, damit es auch ein Lagerfeuer ist. Deswegen bauen wir so ein kleines Türmchen und so eine Schicht, die genau über den Rüstungsständern ist. Das heißt, 9 Blöcke sind es, glaube ich. Oh, das war zu viel. Das war zu viel, habe ich gesagt. Die Mitte, ganz wichtig, Freunde, wegen dem Netherrack, bleibt frei. Also der Rest wird überdeckt komplett, wie man sehen kann. Da drüber dann unsere Kolben, aber die zeigen logischerweise nach unten, weil die Erdeblöcke ja nach unten gedrückt werden müssen. So, jetzt guckt mal bitte nach unten. Vielen Dank dafür. Zack, zack und dann noch der. Und da oben dann unsere Redstone-Blöcke einmal verteilt drauf, damit alle losspringen und die Erde runtergedrückt wird. Danach müssen wir aber nochmal runter, noch eine Schicht hier hinmachen. Könnt ihr irgendeinen Block eurer Wahl nehmen, muss jetzt noch nicht mal die Erde sein. Den Block werden wir eh wieder abbauen und das Ganze dann nochmal aktivieren. Und das war dann eigentlich auch schon fast der letzte Schritt, weil ich merke gerade, dass wir eine Materialie vergessen haben, die wir tatsächlich noch brauchen. So, aber erstmal bauen wir hier die Erde ganz vorsichtig ab, damit es im Endeffekt dann so aussieht. Jetzt haben wir ganz, ganz kleine Kohleblöcke da liegen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen packen wir jetzt mal irgendeinen Kopf aus, nehmen wir den Skelettschädel und platzieren den einfach mal da drauf. Und daraus werden dann... Huch! Hier funktioniert es anscheinend... Ah, doch, okay. Ich habe falsch platziert. Wollte gerade sagen. Hier sieht das dann jetzt nämlich aus wie so richtige Kohleblöcke, was ich wirklich sowas von abfeiere, Freunde. Als ob da so Kohledinger einfach am Rand des Lagerfeuers liegen und wenn wir das dann anzünden... Oh, es ist einfach nur herrlich, Freunde. Ich finde das Ganze sowas von geil. Und um einiges besser als die normale... Ja, Variante mit den Rüstungsständern und Only, wo man mit dem Wasser und so herumhantieren muss und dem Bett und alles. Das kenne ich zwar auch, aber ich finde diese hier um einiges besser und auch irgendwie ein bisschen einfacher, muss ich zugeben. Und das war es dann auch schon für die zweite Folge von 3 Dingen, die man tatsächlich in Minecraft bauen kann. Wie immer, falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Nehmt mal bitte oben am Voting teil, welches Design ihr am besten fandet und schreibt es auch gerne in die Kommentare. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren bei Twitter oder Instagram. Da bin ich immer sehr, sehr aktiv und wesentlich schneller als auf YouTube. Von daher einfach mal gerne vorbeischauen, würde mich so oder so sehr freuen. Ich wünsche euch nun noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. I didn't pay my rent today. It's so strange. 'Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people.